Ich hab's versprochen. Wir widmen uns heute wieder Challenges. Also, ich habe Challenges. Gerade aktuell auf dem PC. Es gibt auf YouTube noch deutlich mehr, die ich noch nicht abgespeichert habe. Aber die habe ich noch gespeichert. 11 Stück, die vorbereitet sind. So, das heißt, wir müssen auswählen. Eine Zahl zwischen 1 und 11. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich starte eine Auslosung. Gerade in diesem Moment. Und derjenige, der bei der Auslosung rauskommt, darf uns eine Zahl zwischen 1 und 11 sagen. Okay? Und diese Challenge nehmen wir. So, Baba darf eine Zahl nennen. Baba, du bist ausgelost. Gib uns eine Zahl zwischen 1 und 11. Die Challenge blende ich dann ein. 5, sagt er. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Diese hier. Gehe jetzt einfach mal nicht drauf. Ich öffne die direkt für den Chat. Und das ist diese. Jan Wall hat eine Challenge gepostet. Oh Gott, nein. Nicht das Rennen. Strip Süd, Street Race. 1,26,3. PS5 mit Kuntasch. Oh mein Gott. Strip Süd ist so ein ekelhaftes Rennen. Nein. Nein. Okay. Jan Wall, ich stelle mich deiner Challenge. Ich habe keine Ahnung gerade aus dem Kopf. 1,26. Das klingt wieder ziemlich unmöglich. Kann das sein? Irre ich mich da? Er ist auf jeden Fall abgerutscht. 1,26,3 ist mittlerweile, wenn das er ist, Jan Wall, JXN, klingt danach, ist er mittlerweile Platz 15, nicht mehr Platz 8. Ich habe das Gefühl, die wird für mich zu krass. Die Strecke ist echt böse und die Zeit ist echt ordentlich. Du schaffst das. Nivox, ich bezweifle es. Getriebe stelle ich mal runter auf 8, weil auf 10 brauchen wir im Leben nicht bei der Strecke. Das ist zu krass, Trust. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das zu heftig ist. Also ich glaube, eine 1,26 kriegen wir nicht. So, okay, wir brauchen unseren Timer. Wo ist er denn? Wenn ich den jetzt einblende, steht der richtig? Da braucht man den Timer. Okay, läuft. Eine Stunde Zeit. Weltrekord auf PlayStation ist 1,22. 4 Sekunden Puffer, das ist so übel. Das ist schlecht, Hose. Das ist halt eine sauenge Strecke, die verdammt viel Präzision erfordert, ne? So schnell habe ich diesen Anfang hier schon ewig nicht mehr gefahren, glaube ich. So, hier fahren wir jetzt dran vorbei. Hui, zu weit außen. Bisschen ins Schleudern gekommen. Das war schon ein Todesurteil. Alter Schwede. Bisschen durchleiten lassen. Aber die 1,26, 1,28 für den Anfang. Und das war für mich schon eine sehr gute Zeit. Mir fehlen 2,5 Sekunden. Also es war für mich schon eine sehr gute Zeit. Ich hätte jetzt mal gucken sollen, ob das schon für mich eine neue Bestzeit war. Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, so schnell war ich auf der Strecke schon ewig nicht. Und das Minimum seit die Zeiten zurückgesetzt wurden. Oh, ja, super. Ist mein Instant-Neustart. Fahr rechts vom Eiffelturm. Rechts vom Eiffelturm? Okay, Nivox sagt schon, ich hatte vorher eine 1,30. Ja, dann war das gerade auf jeden Fall schon mal eine gute Steigerung. Einen besseren Winkel für die Kurve danach. Okay, dann machen wir jetzt gerade mal kurz einen Testrun für die Route. Also erstmal nach der Rampe rechts bleiben, sagt Eamo. Viel zu weit rechts. Wir hätten wahrscheinlich hier, meint er, durchschneiden. Muss man hier relativ flach durch, hier drüber, zack. Rechts vom Eiffelturm, okay. Hä? Wo willst du denn lang mit uns? Hier? So? Nicht links vom Eiffelturm. Normalerweise komme ich hier an. Das lasse ich dann weg, fahre hier lang.
Hier durch und dann ein Stück weiter links. Von dem Ding hier. Boah, böses Ding, ey. Ich bin oft noch gerade am Anfang so ein bisschen in der Bedouille, was so die Mischung aus Schalten und Nitro angeht. Manchmal kriege ich das nicht alles gleichzeitig so richtig hin. Super, Alter. Es würde auch noch etwas geben, weil das ist so schwer, dass ich das nicht nehme. Okay, wovon reden wir, Zyro? Und wie viel bringt es, ist die viel wichtigere Frage. Links an der Rampe vorbei, okay, ich kann da gucken. Nicht dein Ernst, wie willst du denn den Winkel kriegen? Ja, Zyro, das Problem ist, ich muss jeden Vorteil nutzen, den ich kann, und es zumindest mal auszuprobieren, finde ich jetzt eigentlich nicht schlecht, weißt du? War geplant. Oh, der Rampe bei 20%. Auf keinen Fall, Timo. Nein. Kein Wallgrunt. Da gibt es eine schwarz-gelbe Leitplanke. Deshalb kein Wallgrunt an der Stelle. Gut aufpassen, Timo. Naja, hier. Du würdest in diesen gelben kleinen Balken da reinflitzen. Und dann wärst du gestoppt. Okay, Chat, was sagt ihr? Sind wir bereit für gravierende Änderungen? Etwas, was extrem helfen kann, aber diese Challenge jetzt erstmal sehr viel schwerer machen wird. Okay, wir gehen hier raus. Baba, ich hoffe, du bist da. Profi-Settings Kuntash und Controller-Settings. Ich weiß, dass Babas Controller-Settings sind echt schwer zu fahren, aber ich weiß, dass die krass sind, wenn man sie fahren kann. Nur wenn du willst, Baba, du musst nicht. Warte, was? Ab Vibration. Wieso habe ich Vibration eigentlich an? 0, 0, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 7. Okay. Das ist schlecht, Klatschi. Das ist sehr schlecht. Okay, das haben wir. Dann fehlen noch Baba Profi Settings für Kuntash. Und da ist jetzt die Frage, die hat Sander, right? Sander hatte gesagt, dann muss Baba nicht unbedingt das Spiel starten. Alles 10? Also auf jeden Fall schon mal die Aero-Hörer. Getriebe lasse ich jetzt mal auf 8, oder? Ach du Scheiße, Leute, das wird jetzt richtig schlimm, ne? Nur, dass das klar ist. Also das wird jetzt die Challenge unheimlich erschweren. Aber sollte allen klar sein, ich weiß jetzt nicht, ob auch bei Strip Süd, aber Baba hält diverse Rekorde mit diesen Settings. Also es ist schon, ich werde Yeet machen, weil ich bin die nicht gewöhnt und damit lenkst du halt viel intensiver und rutschst auch viel mehr, aber Baba kriegt's halt kontrolliert, ne, weil Übung und Können. Aber wenn ich die in den Griff bekomme, werde ich damit am ehesten die Zeit schlagen. Das ist so der Gedanke dahinter. Boah, ich habe so eine Panik davor, das zu fahren, ne? Ja, wie er rutschen will! Wie direkt das Auto einlenkt. Seht ihr, wie ich innen teilweise an die Kurven komme, weil ich das nicht gewöhnt bin? Boah. Wie der da innen in die Wände knattert. Ja, ich bin auf Zyros Seite. Ich glaube, wir wechseln gleich mal kurz zu Aero 3. Weiß nicht, vielleicht hilft mir das gegen das Rutschige. Vielleicht ist es, wie Sander sagt, die Suspension. Aber irgendwie fühlt sich tatsächlich halt nach Aero an. Theoretisch darf man das zwar in Nivox, aber das wäre im Moment nicht sinnvoll. Achso, warte. Settings zeigen, Screenshot. Jetzt. 3, 2, 1 und Controller-Settings. Screenshot. Jetzt. 3, 2, 1. Sollte gereicht haben, oder? Also für die paar Sekunden. Fühlt sich auf jeden Fall deutlich stabiler an, tatsächlich, Sander. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Boah. Fühlt sich tatsächlich mal wieder ganz gut an, die Runde.
Nein. Das war schon mal eine 27. Ne? Schon mal ein Fortschritt. Sparrow, ich muss eine 1,26,3 schlagen und bin jetzt gerade bei einer 1,27,7. Hallo YouTube, liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. So sieht's aus, Toasty. Finde ich auch. Alle gut auf Toasty aufpassen. Also, wir sind jetzt schon nur noch etwas mehr als eine Sekunde, anderthalb Sekunden entfernt. Das heißt, wir haben uns von dem, was wir brauchen, schon nochmal um fast die Hälfte verbessert. Ich glaube aber, ich springe gleich mal um und mache das, wie Zyro gesagt hat. Ich gehe mal auf Getriebe 10. Weil tatsächlich hier fühlt es sich nicht falsch an, einfach im vierten Gang zu bleiben. Schneller wird man da eh nicht. Also ich glaube, Zyros Idee, hier das 10er-Getriebe zu benutzen und im vierten Gang zu bleiben, gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch wenn, für mich im Kopf, geht dabei halt Beschleunigung verloren. Und das ist so, bei dem Rennen brauche ich doch eigentlich... Läuft, Game Crash, der zweite heute Abend... So, jetzt haben wir natürlich wieder das Ultra-Minus, was wir in der Zeit irgendwie ständig bei den Challenges haben. Es regnet. Das macht es natürlich direkt schwieriger, weil, auch wenn das immer noch nicht zu allen durchgedrungen ist, wir haben einen Handling-Verlust bei Regen. Die Autos fahren sich schlechter. Mal ganz davon abgesehen, was wir an sichtbaren Einbußen haben, sprich wir sehen einfach weniger. Aber ich kann mal so weit sagen, wir sind jetzt schon bei einer Zeit, mit der ich definitiv nicht unzufrieden bin mit der Challenge. Das heißt, ich finde es gar nicht schlimm, wenn wir es jetzt nicht schaffen, weil ich mit der Zeit schon echt zufrieden bin. Das Ding ist, wenn man es aus meiner Warte sieht, machen die Challenges am meisten Sinn, wenn sie knapp sind und ich sie entweder knapp nicht schaffe oder knapp schaffe. So, diese jetzt so, da bin ich kurz davor, sie zu schaffen. Die finde ich gut. Ne, wenn so Challenges sind, die mich komplett overshooten, ne, wo dann, ja, okay, Weltrekord, komme ich 10 Sekunden nicht ran. Dann ist es irgendwie, ja, weiß ich nicht, ne? Aber darf auch mal sein. Aber wenn das jetzt immer mehr so Challenges werden oder wären, wird es mich halt irgendwann, wird es halt auch keinen Spaß mehr machen, ne? Es soll eine Herausforderung sein und dadurch muss es möglich sein. Eine Herausforderung ist es nur, wenn man es auch schaffen kann. So, die Challenge jetzt finde ich vollkommen realistisch. So, die merkt man ja auch, mir fehlen anderthalb Sekunden. Es ist halt einfach schwer, diese Strecke sauber durchzufahren. Wir haben jetzt 2 Runden vollendet in der Dreiviertelstunde bisher. Und die waren beide leicht besser und nah dran. Wenn ich mich nochmal so sehr verbessern würde, wie bei der ersten Verbesserung, also bei der zweiten Runde, die wir beendet haben, dann hätte ich es fast. Also, das ist das. Also nochmal genau so eine Verbesserung und dann wäre es getan. Letzte Minute, also letzter Try wahrscheinlich. Wohl kaum, Toasty, wohl kaum. So präzise fahre ich nicht. Rum. Scheiße. Oh, 2 Sekunden vor Schluss neu gestartet. Die zählt noch. So halb jedenfalls. Also wird's eh nicht, aber letzter Versuch. Wird's jetzt eh nicht, aber letzter Versuch. Nitro mehr, das ist schon mal ein sehr schlechtes Zeichen. Hier wieder weit rum, aber viel zu weit dieses Mal. Nicht in die Kurve eingehakt bekommen, an der Wand kleben geblieben. Schade. Schade. Es ist gegen Ende immer und immer schöner geworden. Da waren einige schöne Runden dabei. Aber ich gebe mich geschlagen. Mit allem Respekt, den es braucht, an Jan Wall. Kranke Zeit hat er gemacht, kranke Zeit ist er gefahren. Ich gucke jetzt nochmal drauf.
Die Bestenliste sagt Folgendes. Er war, hatten wir ja nachgeguckt, Platz 15. Ich bin Platz 43. Wir haben uns ihm angenähert. Meine Ursprungszeit war irgendwas über 1,30. Das heißt, wenn wir meine Ursprungszeit auf der Strecke angucken, wäre die deutlich weiter unten. Deutlich, deutlich weiter unten. Also meine Ursprungszeit auf Strecke wird irgendwas, ich tippe mal, so in dem Bereich hier gewesen sein. Ne? Knapp um die 1,30. Platz 150, 170. Wir waren mal Top 100. Ne? Das hatten wir schon mal geschafft. Ja, wir haben uns deutlich verbessert. Von daher war das ein gutes Training. Jan Wall, danke an dir. Teststream-Schauer schreibt, YouTube, lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Also nicht Abo nicht vergessen. Und da bin ich ganz seiner Meinung. Und damit machen wir Schluss mit der Challenge. GZ, Jan Wall, du hast mich offiziell geschlagen.